Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, beim heutigen Antrag bezüglich der Übernahme möglicher Tarifsteigerungen in Kindertageseinrichtungen durch das Land. Ich will mich kurz fassen, die große Schwäche des Antrages, und das haben ja bereits die Vorredner angekündigt, dass die Verhandlungen zwischen den Tarifvertragsparteien noch gar nicht beendet sind. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Mai angesetzt und diese Ergebnisse müssen wir schlicht und ergreifend abwarten, um einfach auch zu wissen, über welche Höhe wir hier reden. Daher halten wir den Zeitpunkt des Antrages für verfrüht. Gleichwohl möchte ich auch im Namen meiner AfD-Fraktion zu den Punkten bzw. aufgemachten Forderungen wie folgt Stellung beziehen. Die Forderung des Antrages bezüglich der Würdigung von den Beschäftigten aus dem sozialen Erziehungsberuf, ja, da gehen wir mit, die teilen wir. Allein die Wortwahl im Antragstext, mit welcher die vergangenen zwei Jahre als widrige Umstände tituliert wurden, die sind unserer Auffassung nach kommentierungswürdig. Was bedeutet das? In den letzten Tagen habe ich viel mit Erziehern telefonieren dürfen, aus dem Bekannten, aus dem Freundeskreis. Und übereinstimmend wurde hier insbesondere über die Schwierigkeit der Umsetzung der vielen ständig sich ändernden Corona-Maßnahmen berichtet. Gerade in der Anfangsphase des Lockdowns bzw. der sich dann anschließenden unterschiedlichen Gemengelage wurde mir erzählt, dass gerade die Erzieher zum Beispiel den Eltern an der Türschwelle erklären mussten, na gut, du gehörst jetzt zur systemrelevanten Berufsgruppe, du hingegen nicht. Die einen mussten ihre Kinder mitnehmen, die anderen durften sie da behalten. Auch die Kontrolle in den letzten Monaten des G-Status in den Einrichtungen, das ist natürlich nicht die grundsätzliche Aufgabe der Erzieher, das hat zusätzlich Ressourcen gekostet. Und oftmals war es dann auch der Unmut der Eltern, der dann den Erziehern entgegenschlug. Hinzu kommen weitere Problemlagen durch Eindämmungs- und Lockdown-Politik wie Angstzustände, Vereinzelung oder Depressionen. Die Volksstimme berichtete auch kürzlich über die Zunahme der häuslichen Gewalt. Natürlich betrifft das nicht alle Kinder gleichermaßen, aber die Kinder, die es betrifft, die bringen diese Probleme auch mit in den Kindergarten, in den Hort oder wo auch immer. Und das muss durch das Personal aufgefangen und abgefedert werden. Und daher, ja, selbstverständlich können wir uns da der Formulierung der Forderung anschließen, hier das entsprechend zu würdigen. Und ja, selbstverständlich auch einen großen Dank an die ganzen Erzieher, die hier mit viel Herzblut trotz dieser Corona-Politik immer wieder viel Engagement für die Kinder aufbringen. Die Nummer zwei in Ihrem Antrag, da wünschen Sie den Tarifvertragsparteien viel Erfolg bei der Ausgestaltung des Vertrages. Ich glaube, uns als Landtag steht es nicht gut zu Gesicht, hier irgendwelchen Tarifpartnern viel Glück und Erfolg zu wünschen. Das sollen die schon unter sich ausmachen. Kommen wir zur Nummer drei. Da geht es um die Erhöhung bzw. gegen die Erhöhung von finanziellen Belastungen für Eltern und Kommunen. Sie alle wissen, dass wir als AfD bereits auch in der vergangenen Legislatur gefordert haben, die Kita-Gebühren in Gänze abzuschaffen. Von daher können wir uns auch sehr wohl auf die Forderung einlassen, dass es hier als Minimalkonsens nicht zu höheren Gebühren, gerade auch für die Eltern, kommt. Nun, um das Ganze zum Ende zu bringen, wir müssen erst diese Tarifverhandlungen abwarten, ehe wir hier konkret werden können und konkret werden sollten. Gleichwohl noch einen letzten organisatorischen Hinweis an die antragstellende Fraktion. Wenn Sie schon die Sätze anpassen möchten, dann sollten Sie bitte auch das Gesetz tatsächlich benennen. In der deutschen Paragraphenlandschaft gibt es schließlich nicht nur einen einzigen Paragraphen 12. Kurzum, nach Abwägung des Für und Widers haben wir uns als Fraktion entschlossen, diesem Antrag nicht zuzustimmen, aber auch nicht dagegen zu stimmen, sodass wir uns enthalten werden. Und in diesem Zusammenhang danke ich für die Aufmerksamkeit.